Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Harveys Neue Augen. In der letzten Folge haben wir in einem hart umkämpften Spiel, was so etwas, ja, eine Mischung zwischen Schach und... Ja, doch, es war schon eher Schach, oder? Naja, Roleplay-Schach. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Auf jeden Fall haben wir die Oberin besiegt, damit ihre Blockaden gelöst. Jetzt fängt sie an zu weinen und erinnert sich daran, wie es war, ein Kind zu sein. Mit all diesen scheußlichen Verboten. Und ja gut, wir haben jetzt eventuell die Möglichkeit, der Oberin das Messer abzunehmen. Das liegt hier aber, glaube ich, gar nicht rum. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen, oder? Wir sprechen mal mit ihr und gucken mal, ob wir von ihr jetzt das Messer bekommen. Was habe ich nur getan? Die Oberin war nicht ansprechbar. Wie sollte Lilly ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Probier's mal mit Harvey. Der ist aber süß. Ne? Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine... Kurz. Sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Ja, sind wir. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Nicht schenken, HW. Nicht schenken. Nur kurz geben. Nur kurz. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Oh. Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los. Dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das ihn noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im 0, irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber... Lilly, hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly, schneid uns endlich los. Wie sie da steht mit dem Messer. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Was? Moment. Was? Wie? Was? Warum? Nein! Wieso? Ich meine, ja, aber warum? Nein! Was? Alter! Was wäre, wenn ich die Oberin HW nicht gegeben hätte? Ja... Das finde ich jetzt schon, also klar, niemand mag Dr. Marcel, aber das finde ich jetzt schon. Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich meine, auf dem ganzen Weg hierhin, ne, ich meine, gut, das waren halt alles Unfälle, ne? Das waren alles Unfälle, dafür konnten wir nicht so richtig was. Das hier ist jetzt schon eher so... Okay... Ich habe auch, glaube ich, sonst keine andere Option. Es ist jetzt schon krass. Habe ich das schon erwähnt, dass ich das krass finde jetzt? Aber gut. Ja, wir können nichts anderes machen, also...
willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. So wechselt die Augenklappe. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind. Und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Okay, krass. Wir haben Messer weglegen, Dr. Marcel erstechen. Oder widersprechen. Ich hätte ja schon Lust, alles auszuprobieren, aber ich glaube, es geht halt nur eins von den drei Sachen. Wir hatten ja schon bei Edna bricht aus verschiedene Enden. Meine Tendenz ist widersprechen. Also ihn erstechen finde ich halt krass. Messer direkt weglegen, dann sind wir hilflos ausgeliefert. Ich würde erstmal widersprechen, oder? Das ist, glaube ich, so ein gutes Zwischending. Mal gucken. Mach weiter. Mach weiter. Ja, würde ich ja gerne. Kann aber nichts machen. Würde ich ja gerne. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Okay. Ich würde jetzt mal raten, dass man wahrscheinlich mehrmals widersprechen muss, bis man Erfolg hat. Ich versuche das jetzt mal ein paar Mal. Stopp. Mach weiter. Okay. Jetzt war Stopp. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Stopp! Mach! Tu es nicht. Leg. Tu, was. Stopp! Ein endlicher Ort!
gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly tut dies, Lilly tut das. Check mal was. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Denn die Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Opa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Okay, nice. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ich guck mal, ob ich jetzt, ich lasse die Credits jetzt auf jeden Fall durchlaufen. Mal gucken, ob noch was kommt. Auch natürlich dem Entwicklerteam zuliebe und natürlich wegen dem Lied. Du hast dir das Knie aufgekratzt. Und dann gucke ich mal jetzt, ob ich danach noch an die Folge dranhänge, was passiert. Also ich gehe in den Speicherstand zurück und guck mal, was passiert mit meinen anderen beiden Optionen. Und wenn da irgendwas Spannendes ist, dann packe ich das jetzt noch ans Ende des Videos. Aber ja. Das war jetzt zum Schluss, hat sich das dann doch recht schnell über alles überschlagen, ne? Und vor allen Dingen, dass Lilly dann auch jetzt angefangen hat, überhaupt mal. Sie musste erst mal ein paar Mal Luft holen mit dem Widersprechen, bis sie dann endlich mal ein richtiges Wort rausgebracht hat. Das allererste Mal im Spiel. Man dachte ja über das Spiel hinweg, Lilly kann eigentlich gar nicht sprechen, beziehungsweise. Ja, sie wurde halt eigentlich, wenn man es genau sieht. Immer nur, wenn sie was sagen wollte, direkt unterbrochen, ne? Von wegen bei Edna, sie hatte eine Idee und Edna kommt ihr zuvor und sagt genau das und sagt dann, das wäre ihre Idee und was weiß ich. Und, ja. Das einzige Mal, wo Lee nicht unterbrochen wurde, war bei dem Kerl, bei den Pissoirs, wo Lee sich einfach umgedreht hat, rausgegangen ist noch, und er so meinte so, oh, ist es hier gerade plötzlich kälter geworden? Das war ein sehr großartiger Moment, wie so viele in diesem Spiel tatsächlich. Es hat echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich hoffe, man hat das gemerkt und ich konnte das so ein bisschen rüberbringen. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, sehr schön. Ich freue mich schon sehr auf Deponia. Ich werde Deponia auch spielen, allerdings nicht hier auf YouTube, sondern Deponia werde ich im Stream spielen. Also es kann natürlich sein, je nachdem, wann du da draußen diese Folge guckst, dass das entweder schon passiert ist. Oder, wenn das ziemlich zeitnah zum Veröffentlichungsdatum des Videos ist, kann es noch gut sein, dass, wenn du mal auf Twitch vorbeischaust, mich erwischt, wie ich dann Deponia spiele oder das halt noch vor mir habe. Das heißt, kommt gerne vorbei im Stream. Pass damit auf, sonst gibt's Namen. Und, ja, aber das werde ich so oder so. Es wird dann auch im Streamplan drinstehen und so, wenn ich das spielen werde. Hängt ein bisschen auch davon ab, ne, was die Community so will. Ich lasse da immer gerne abstimmen. Naja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Vielleicht mache ich es aber auch einfach so und scheiß auf die Community und spiele das einfach. So, mache ich so wie Lilly. So. Mal gucken. Ich glaube, der Poki, der es gerade singt und auch der ja auch hier das Spiel, ne, Erfinder und Gründer des Genres oder dieser Spielereihe ist. Ich glaube, der hat auch, glaube ich, abseits davon wirklich eine Band. Meine ich wenigstens. Ich glaube, der schreibt halt eben auch tatsächlich Lieder. Ich muss noch mal im Internet schauen. Ich glaube, der hat wirklich eine Band. Und
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Texte da auch sehr lustig sind. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Daedalic Entertainment. Weiß nicht. Waren die Sachen jetzt nicht schon? Product Management, Producer. Läuft das jetzt nochmal durch? Game Design, Stan Schmidt. Human Resources, Steffen Boos. Ich weiß es gerade nicht. Eigentlich dürfte das doch nicht. Ich warte noch mal einen kurzen Moment. Falls ihr jetzt die Namen schon das zweite Mal durchlaufen seht, dann tut mir leid. Normalerweise wird man ja in Spielen automatisch ins Hauptmenü geworfen nach den Credits. Ich habe hier jetzt natürlich unten links extra den Button dafür. Hat jetzt aber die Vermutung, dass es... Ah ja, okay. Thanks for your Feedback. Ich denke, das war also noch nicht da. Das scheint sich dem Ende zuzuneigen mit den Credits. Und natürlich Special Thanks auch. Sollen die zahlen bei manchen Namen? Matthias, der Dorfhamster? Stimmt, den haben wir ja gar nicht mehr gesehen. Ne? Der ist einfach irgendwann wieder weg, oder? Oder haben wir den gegrillt? Ich weiß es nicht mehr. Thanks for playing the game. Ja, danke fürs Entwickeln, würde ich sagen. Der Bienenmann, er lebt! Er lebt! Er kann fliegen! Er kann fliegen, er lebt. Er ist nicht tot. Okay, gut, wir sind wieder im Hauptmenü. Ja, ich werde mal die Speicherstände durchgehen. Und ich denke, ich werde einen Cut machen. Und dann sehen wir uns. Ich glaube, am Anfang der von der letzten Folge schon. Da muss ich jetzt nochmal spielen, ne? Kann das sein? Naja. Gut. Egal. Das heißt, ich muss das Schachspiel nochmal machen. Ich glaube, das kann man skippen. Dann gehe ich wieder vor und ich mache jetzt einen Cut und dann schauen wir, was bei den anderen Optionen passiert, würde ich sagen. Falls da nichts passiert, sage ich jetzt schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Ansonsten eben bis zum Cut und dann mal gucken. Oder so. Bis gleich. So, da sind wir. Ich habe vorhin schon mal probiert, was passiert, wenn man der oberen HW nicht gibt. Allerdings passiert dann einfach gar nichts, beziehungsweise, ne, man muss eigentlich... Man kann nichts anderes machen, weil alle anderen Optionen funktionieren nicht. Man muss der Oberin also HW geben. Zumindest habe ich nichts anderes rausgefunden jetzt auf die Schnelle. Ich gehe davon aus, dass das schon so richtig ist. Und jetzt stehen wir wieder bei Dr. Marcel. Und ich werde den Dialog jetzt skippen bis zu der Auswahlmöglichkeit. Da quatscht ja doch ein bisschen. So, okay. Wir gucken jetzt zuerst mal, was passiert, wenn wir das Messer weglegen. Die anderen hatten recht. Lilly war offenbar krank. Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende. Okay. Ja, das
Da gefiel mir das Ende, was wir jetzt ursprünglich hatten, auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Wir gucken jetzt natürlich uns noch das eine an, wenn wir Dr. Marcel umbringen. So, ich gehe jetzt mal... Toll. Ich habe natürlich vergessen zu speichern bei der Option. Das hätte ich noch machen sollen. Jetzt muss ich natürlich nochmal alles durchskippen. Macht nichts. Das heißt, es gibt jetzt nochmal einen kleinen Cut, bis wir wieder an der Stelle sind. Und dann, ja. Pardon. So, da sind wir. Ich muss mich einfach nochmal schnell jetzt da durchklicken. Gut. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt Dr. Marcel erstechen. Eigentlich ist das doch das, was wir alle wollten, oder? Irgendwo. Auch wenn es ein bisschen krass ist. Naja, wir gucken mal. Lily dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lily, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen, auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Okay. Nicht ganz so spektakulär, wie ich gedacht hatte. Wir hatten ja in Edna bricht aus dann schon die eine oder andere etwas, ja, brutalere Szene. Wir hatten ja Edna bricht aus auch mit Entwicklerkommentaren gespielt. Da hat der Poki ja selber gesagt, dass er bei einer Szene sich nicht ganz sicher war, ob er ein bisschen übertrieben hat. Aber ja, hier nicht ganz so. Aber Dr. Marcel scheint jetzt tot zu sein, sagen wir es mal so. Übrigens, wenn man hier aufs Hauptmenü dann klickt, dann kommt der Bienenmann auch so schon vorbei. Das heißt, man muss nicht bis zum Ende der Credits warten, um zu sehen, dass der Bienenmann noch lebt. Das ist mir nämlich vorhin schon aufgefallen. Ja, auf jeden Fall, gut, haben wir jetzt alle Enden gesehen. Ich habe vorhin schon noch die Errungenschaft bekommen für multiple Enden. Aber ich glaube, wir haben im Let's Play jetzt gerade vorhin, glaube ich, schon die sinnvollste Variante gewählt mit dem Widersprechen. Und, ich glaube, das war schon das Schönste von den drei Enden, sagen wir es mal so. Gut, dann ist jetzt aber wirklich Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß während des Let's Plays. Und ja, wir sehen uns entweder auf Twitch wieder oder beim anderen Projekt. Und ja, bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Bleibt grün und ciao, ciao.